Sancho Meyer, Paartherapeut, Psychotherapeut, diesmal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, ich dachte heute zu Pfingsten könnte man ja wieder ein spirituelles Video machen. Mir fällt immer kein besserer Begriff dazu ein. Ich könnte auch sagen, worum geht es in der Tiefe, whatever. Und könnt mir auch gerne mal kommentieren, ob ihr solche Videos gut findet oder zu strange. Selbstliebe Challenge Advanced geht gerade los, kann man noch einsteigen. Und es gibt ja diesen neuen Datingkurs für Männerwald. Ja, spirituelle Hintergrund von Co-Abhängigkeit und Narzissmus. Also ich maß mir natürlich nicht an jetzt, also es wird sicherlich tausend spirituelle Aspekte geben, die ja, werden wir jetzt nicht alle explorieren können, aber ich finde einen total wichtig, und zwar glaube ich ja grundsätzlich immer, dass, also Beziehungen haben nicht nur mit Liebe zu tun, sondern eben auch, dass uns bestimmte Lernaufgaben gespiegelt werden. Das geht halt nirgendwo besser als in einer Beziehung, ne? Weil woanders gucken wir halt gern weg oder kümmern uns nicht drum, weil in einer Beziehung kann man sich irgendwie nicht drum kümmern, ne? Es geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen uns diesen Lernaufgaben stellen, und offensichtlich ist das insbesondere in toxischen Beziehungen so, aber eigentlich ist in jeder Beziehung so. Toxischen fällt es noch viel mehr auf oder die Aufgaben sind noch krasser. Und ich persönlich glaube ja auch immer mehr, dass ja offensichtlich wir in einer Zeit sind, wo es darum geht, ja, diese ganzen Polaritäten und Unterschiede jetzt auch endlich mal irgendwo zu integrieren. Auch den Kampf zwischen Männern und Frauen oder in Beziehungen irgendwie zu beenden. Wie ist ja im Kleinen wie im Außen, ne? Also im Außen geht es ja offensichtlich auch darum, Kampf zu beenden und zu akzeptieren, dass Menschen einfach unterschiedlich sind, unterschiedliche Sichtweisen haben. Und was ich halt super spannend finde in diesen co-abhängig-narzisstischen, also ich benutze diese Begriffe jetzt einfach mal, ihr könnt die auch so, es geht jetzt nicht unbedingt um diese Diagnosen, sondern dieses ganze Konstrukt, was da so hintersteht von zu selbstlos, zu egoistisch sozusagen in diesen Beziehungen. Und was ich da eine ganz spannende Polarität finde, Polarität jetzt nicht im Sinne von Mann-Frau, sondern von Beziehungsstilen, ist eben so auf der einen Seite jemand ist, der, habt ihr jetzt schon oft so einen schönen Begriff gehört, im Englischen nennt ihr das so Service to Self, also sozusagen ich versuche in erster Linie mich zu bedienen, mein Ego, mein Ego arbeitet sich daran aus, indem ich mich um mich selber drehe, andere nicht beachte, was nicht immer unbedingt einfach eine, also beziehungsweise eigentlich in der Regel keine Wahl ist, sondern ja, irgendwie ein Charakterzug, der sich halt, was weiß ich, in der Kindheit, worüber oder was noch immer alles gebildet hat. Das heißt, ich versuche zu überleben quasi, indem ich mich ja exzessiv um mich selber drehe und so super in meiner Individualität bin und auch völlig ja knallhart mein Ding mache, ohne nach rechts, nach links zu gucken, egal über wen ich da gerade drüber trampel, so ungefähr. Und auf der anderen Seite, das nennt man im Englischen, das finde ich eigentlich so ein coole Begriffe, Service to others, ne? Also das heißt quasi so, ich drehe mich vor allen Dingen um andere irgendwie, ne? Also in der Beziehung, das wäre halt die co-abhängige Variante, ich drehe mich exzessiv um den Partner, vernachlässige völlig meine eigenen Bedürfnisse, vernachlässige völlig meine Selbstliebe, gebe mich total auf in Beziehungen, mache nicht mehr mein Ding, verliere meine Kraft und mache das Gleiche auch in Freundschaftsbeziehungen, im Beruf und wo auch immer. Weil ich denke, ich will so ein Gutmensch sein, ich übertreibe das jetzt hier auch mal, will alles richtig machen und so, was aber auch irgendwo Ego ist, ne? Da ist auch so ein Ego-Anteil drin, der ja, sozusagen Aufmerksamkeit und Liebe gewinnen will durch Angepasstheit, durch Nettsein, durch nicht auffallen, durch
sozusagen niemand aus der Bahn werfen und immer bloß niemandem wehtun und so weiter, ne? In völlig übertriebenem Maß, ne? Und das sind ja auch zwei Sachen, die sehen wir auf der ganzen Welt, irgendwo, überall, ne? Gibt es Leute, die sich zu sehr um sich drehen, und es gibt Leute, die sich ja, eigentlich nur um andere drehen und gar nicht um sich selber so. Und wenn wir jetzt mal einen Moment mal lang mal außen vor lassen, das zu bewerten und zu sagen, eins ist besser als das andere, dann finde ich es ganz spannend, dass das in diese Beziehungen so ein Ort sind, wo sich das, ja, wo man angetriggert wird und eine Chance hat, es in sich auszugleichen. Ne? Dass ich so zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade im co-abhängigen Part bin, dass ich dann sagen kann, hey, offensichtlich drehe ich mich hier zu wenig um mich selber und viel zu viel um den anderen. Da muss ich was ändern, so, ne? Was natürlich in der Regel nicht innerhalb der Beziehung geht, weil wenn ich das versuche, innerhalb der Beziehung zu machen, ist es ja schon wieder, dass ich den anderen ändern muss und ich weiß nicht was. Und auf der anderen Seite haben wir eben jemand, der sich viel zu sehr um sich selbst dreht, der die Chance bekommt, durch den Schmerz natürlich auch, der für den auch häufig entsteht, ja, mehr Empathie zu lernen, das eigene Verhalten mal zu hinterfragen, zu merken, dass es so, dass man so keine Beziehung führen kann, irgendwie mit unter Umständen noch Manipulationen und ich weiß nicht was, dass das eben nicht Liebe ist, so. Ob jetzt jemand diese Chancen ergreift, also nochmal, wenn du jetzt dieses Video hörst und du bist vielleicht gerade im eher co-abhängigen Pluspol, heißt das jetzt nicht, du sollst zu deinem Narzissten rennen und sollst sagen, hallo, das ist deine spirituelle Chance, weil die kann nur, denke ich, jeder für sich ergreifen, da könnt ihr nur mit gutem Beispiel vorangehen und das soll jetzt kein Aufruf sein, wieder noch eine Runde zu drehen, eine Beziehung, die einem einfach nicht gut tun, weil meistens, wenn man mal ehrlich ist, setzt diese Entwicklung ja nach den Beziehungen ein, so, ne? Wenn überhaupt, unter Umständen lange nach den Beziehungen, weil man vielleicht viele Beziehungen braucht, bis man das mal rafft, dass man da mal dran arbeiten muss. Und es ist ja auch die freie Wahl, wir müssen es ja nicht, ne? Wir können unser Muster immer weiter so leben, nur es ist wahrscheinlich nicht, was wir wollen, so auf Seelenebene, ne? Ich denke, wir wollen da schon dran arbeiten, aber wir müssen es nicht, wir können auch sagen, ich verweigere, ne? Habe ich keine Lust zu, so, ne? Ja, also insofern, ja, guck mal, was dir da gespiegelt wird in der Beziehungswelt und was als Chance, das vielleicht mal zu integrieren, weil aus meiner Sicht finde ich die Integration total wertvoll, weil das kann es irgendwie nicht sein, dass man sich sozusagen immer nur um andere dreht und immer nur guckt, dass es denen gut geht, aber einem selber geht es nicht gut. Und es kann aber auch nicht funktionieren, wenn man sich nur um sich dreht und völlig unempathisch sich verhält in Beziehungen oder überhaupt im Leben. Da kommen wir als Kollektiv auch nicht weiter, so sag ich mal. Ne? Ja, und denke, darum geht es ganz viel auf der Erde. Ja, dass diese sozusagen dieses Gegeneinander irgendwie nach und nach zu lernen, das zu lassen und ja, diese ganzen Pole sozusagen zu integrieren und in so eine Neutralität zu kommen. Nicht, dass das noch lebt und alles, das wäre auch langweilig, wenn es das nicht geben würde, aber aus diesem Kampfmodus rauszukommen und vielleicht auch Sachen, die man in Beziehung erlebt, eben nicht so verarbeitet als was macht der andere falsch? Und wie kann ich den jetzt bekämpfen, sondern was sagt das über mich? Was kann ich hier lernen? Weil man kann diese ganzen Sachen eigentlich immer nur im Innen lösen, letztendlich so. Ne? Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.